Und willkommen zu meinem Freitagsvideo und willkommen jetzt noch zu einer kleinen Spezialreihe. Wir werden jetzt drei Videos drehen zu einem Thema, das mich die letzten Wochen auch extrem beschäftigt hat. Und ich werde euch jetzt in drei Schritten erzählen, wie das abgelaufen ist, weil vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen Asperger oder auch nicht Asperger da draußen, wenn er davon hört und wenn er das einfach auch weiß. Ich weiß es ja noch. Also, ich habe vor geraumer Zeit in einem Video, das habe ich meinen Traumkühlschrank, glaube ich, genannt, erzählt, dass ich mir einen Kühlschrank wünsche. Alter Verwalter. Naja, auf jeden Fall habe ich das ja erzählt. Und ich habe euch dann auch ein Bild von dem Kühlschrank gezeigt und habe erzählt, warum ich den möchte und überhaupt und sowieso. Und ja. Dann gab es bei mir aber einige Probleme und das ist jetzt Teil 1. Ich erzähle euch, wie finde ich einen Kühlschrank, der zu mir passt. Also es gibt natürlich den einfachen Weg, man geht in den Laden und fragt nach. Ja, das war alles. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nein, Scherz. Nein, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, im Laden sich beraten zu lassen. Das ist bestimmt eine gute Möglichkeit, aber ich habe es anders gemacht, weil ich es nicht anders konnte, weil wir hatten ja Corona und dadurch war alles zu und da war es nichts mit, ich hole mir Beratung. Ging einfach nicht. Und so hab ich es wie folgt gemacht. Also ich kann euch jetzt nur meinen Weg erzählen. Ich habe mir den ersten Kühlschrank angeschaut, ich habe die Maße geguckt, ich habe geguckt, wie viel Volt und wie viel Watt er braucht. Weil das ist eine ganz wichtige Sache, weil jedes Haus hat Sicherungen. Und wenn ihr einen Kühlschrank euch zulegt, der zu viele Volt braucht und ihr dann irgendwie noch zwei oder drei andere Geräte habt und die maximale Höhe eurer Volt, also eurer Watt, warte, Entschuldigung, nicht Volt, bei Volt, das ist ja eben auch Volt von der Voltzahl her, wenn ihr das überschreitet, kann es sein, dass es euch die Sicherungen raushaut und das ist dann sitzt ihr im Dunkeln. Und dann könnt ihr auch den Kühlschrank nicht benutzen, weil dann werdet ihr immer im Dunkeln sitzen, wenn ihr den einsteckt. Also bei uns ist es so, Stand jetzt, wir dürfen nicht mehr als, glaube ich, 3000 Volt. 3600 Watt pro Zimmer, also pro Leitung verbrauchen. Ist nicht viel. Und das Problem bei meinem Traumkühlschrank war, der hat 1300 irgendwas gebraucht und bei uns hingen noch einige Geräte an der Steckdose. Und ja, wenn wir das eingesteckt hätten, hätte uns die Sicherung rausgeknallt. Damit war mein Traumkühlschrank vom Tisch. Außerdem später hat meine Mutter mir auch erklärt, dass wenn man zu viel Elektronik drin hat. Und das ist jetzt mein zweiter Tipp. Tipp Nummer 2, das erste, ich habe es gar nicht, das habe ich leider nicht als Tipp Nummer 1, sonst wäre es jetzt chronologisch leichter gewesen, aber gut. Also Tipp Nummer 2, nehmt, wenn ihr den ersten Kühlschrank euch zulegt, nicht unbedingt das Modell eurer Träume. Klingt jetzt total blöde, aber nehmt euch erstmal ein Modell, das vielleicht günstiger ist. Weil wenn ihr was günstigeres nehmt, jetzt auch nicht gerade ein Billigschrott, aber was günstigeres, dann ist es so, dass das erstmal zum Üben gut ist. Weil zum Beispiel, also ich rechne jetzt ganz grob damit, dass mein Kühlschrank 5 bis 10 Jahre hält. 5 bis 10. Also, und das ist dann so eine Zeitspanne, in der ich den als Übungskühlschrank ansehe und die Chance habe zu gucken, wie viel Kühlraum brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich ein Eisfach ständig? Oder tut es bei mir auch, wenn ich mir eine Kühltruhe zulege, eine kleine? Was brauche ich? Brauche ich einen Wasserspender? Brauche ich Eiswürfel und so weiter? Alles das sind so Sachen, die man dann testen kann, wenn man sich einen etwas kleineren zulegt, der vielleicht nicht so teuer ist. Meine Mom hat mir noch den Tipp gegeben, man soll nicht unbedingt einen sich zulegen, der 1001 Funktion hat, weil je mehr Elektronik, je anfälliger. Schrägstrich
glaubt dem Mädchen, das schon zweimal einen elektrischen Schlag von einem Mac bekommen hat und noch von einem anderen Gerät. Also, glaubt mir. Ja. Was kann ich noch sagen? Ja, und wenn ihr dann wisst, ob die Volt, die Watt und so weiter zu euren Leitungen und allem passen, messt aus. Glaubt mir, messt aus. Lieber einmal zu viel gemessen als einmal zu wenig. Weil, wenn ihr richtig viel Pech habt, dann scheitert es an Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel also der Verpackung. Aber dazu kommen wir später noch, das ist in meinem nächsten Video. Ja, dann. Auch noch so ein Tipp von mir an euch ist einfach, guckt, welche Farbe zu eurem Zimmer passt. Ja, weil wenn es den Kühlschrank in mehreren Farben gibt, dann guckt, welche Farbe passt. Und wenn es den nicht in mehreren Farben gibt, dann Augen zu und durch und immer dran vorbeilaufen und sich denken, der Kühlschrank ist schön, das Rest vom Zimmer ist doch auch nett. Einfach so tun, als ob man nichts sieht. Gar nichts. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts. Das kann auch funktionieren. Ja, guckt auf den Preis. Weil vor allem guckt auch, macht Preisvergleiche. Weil es kann nie schaden, zu gucken, wie viel kostet es da und wie viel kostet es da. Ich hatte folgendes Problem, und das ist nämlich auch noch so ein Tipp: guckt, wo ihr es kauft. Und ob es dort welche gibt. Ich hatte insgesamt habe ich zweimal echt gute Modelle gefunden, die mir gefallen hätten, die aber arschteuer gewesen sind. Und ich habe mir die Hacken wund getippt am Computer und am Telefon, mich halb tot telefoniert, weil es bei uns in der Gegend diese Modelle nicht gab. Hier in der Gegend gibt es die nicht. Also der nächste hier bei mir in der Stadt kriege ich den nicht her. Außer wenn ich zum Mediamarkt gehe, aber zum Mediamarkt gehe ich grundsätzlich nicht. Ist bei mir so ein Grundsatzding. Kein Ofen gescheißt für was auch immer. Scheiße. Scheiße mit Reis. Oh. ich habe jetzt ein Problem. Nee, ich habe doch kein Problem. Man kann es ja eine Stunde oder eineinhalb gehen lassen, ne? Also lasse ich es jetzt lieber mal nur eine Stunde gehen. Okay. Ich habe ja endlich das Video. Oder du hilfst mir ganz kurz. Das ist jetzt wirklich bloß das schnell reinstecken. Im Bad steht mein Gebäck. Es ist alles. Oh nee, ist nicht. Ich unterbreche mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mein Gebäck mit Ei bestreichen. Das klingt jetzt doof, aber ist jetzt so. Also bis gleich. Ja, also gut. Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Ja gut, ich beende mein Video hier an dieser Stelle, weil ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wo ich war. Und ja, also ich weiß jetzt, dass es bei mir so war, dass ich den Kühlschrank, den nicht bekommen habe, die zwei, die ich erst ursprünglich gedacht habe. Und dann habe ich meinen Kühlschrank bei Otto bestellt. Und ja, gut, dann im nächsten Video geht es darum, wie mein Kühlschrank denn hier angekommen ist, weil, oder nein, dann geht es darum, Vorbereitungen für den Kühlschrank. So machen wir es. Erst Vorbereitungen und dann beim übernächsten Video kommt, dann erzähle ich euch die Geschichte, wie mein Kühlschrank angekommen ist. Das ist auch eine Story für sich. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Kühlschrank gesucht habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riechmeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.